Willkommen Leute zu Uncharted The Lost Legacy. An meiner Seite haben wir hier die Kira. Ja. Ja. Und wir spielen dieses Mal nicht im Stream Let's Play, sondern wir nehmen das Ganze ganz klassisch als Let's Play auf, da ich das so wollte. Warum auch immer. Ja, ist halt so. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem etwas übergroß gewordenen DLC für Uncharted 4. Ja, neues Spiel bitte. Auf Mittel, wie immer. Automatisches Zielen aus, Kamerahilfe aus, Fahrzeugkamerahilfe auch aus. Wir sind nämlich die Profis hier. Fortfahren. Es regnet schön, der Titelbildschirm ist so eine Art Boot. Neue Spieldaten anlegen. Ja, PlayStation, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das müssten. Ich nehme, by the way, jetzt gerade am Montagabend auf. Deswegen konnte ich noch das im Spiel, da war noch irgendwie ein Code für irgendwelche digitalen Inhalte, vielleicht ein Kostüm oder Waffen, ich weiß es nicht genau. Und den konnte ich noch nicht einlösen. Oder jemand hat ihn schon gehackt. Ich weiß es nicht, ich werde es später sehen. Sobald Dienstag ist. Wieso hast du diese Kopfhörer drauf? Warum nicht? Na, weil die doch an den Fernseher angeschlossen sind. Aber ich höre hier auch. Okay, ich dachte, weil ich dachte, da ist jetzt hier gehört. Okay, okay. Jetzt hat er endlich fertig geladen. Sony Interactive Entertainment. Brett da wieder. Da ist einer Cockburn. Das gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein. Meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Dann hat die indische Armee ihn einberufen. Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Los, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey, ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Gut. Das wollte sie uns wohl nicht mehr beantworten. Ich gucke jetzt erstmal hier im Shop. Ist ja vielleicht schon irgendwie so ein Collectible Item? Dann wäre das ziemlich cool. Die Steuerung ist nach wie vor gewohnt, wie man das kennt aus der Anschaut. Dieselbe? Alles dasselbe, ja. Ich meine, das basiert auf Uncharted 4 komplett, weißt du? Mhm. Kind, wo bist du hin?
Ach, da. Oh, sorry. Wir spielen beide wohl auf der normalen PlayStation 4, nicht auf der Pro. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das auf der PS4 Pro aussieht. Der soll ja besser sein auf der Pro. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Das juckt eigentlich. Also, dein Ganesha. Ernst, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Drücken Sie auf das Touchpad, um auf das Handy zu schauen. Machen wir mal. Ah, ein Xperia. Mhm. In rosa, ernsthaft? Das ist eine Frau, ja. Ah, ich hatte jetzt, weißt du, was jetzt richtig cool gewesen wäre? Wenn du auf das Touchpad so wischt vom Ding, dass du dann auch auf dem Handy so wischt. Das ist ja voll cool. Das ist ja mega cool. Warte doch, wieso habt ihr das nicht bedacht? Alter, wie komme ich hier bitte durch? Irgendwie? Ah, hier. Irgendwie, glaube ich. Wir sind also in Indien, wie ich mitbekommen habe. Mhm. Alter, was ist das bitte für ein geschlossener Markt? Hallo? Ah, ich komme gerade gar nicht klar. Ah, da hinten komme ich, oder? Verstehe mich nicht falsch. Gute Technik beim Rostziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, klar. Nur die Diebeskinder. Sie haben einen Schatz gefunden. Ja, ich glaub, nicht, dass ich ihn gefunden habe, aber... Du kannst nicht reingehen, ohne seine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Ich wollte da gar nicht rein, oder? Oder doch? Ich glaube, ich muss da rein, oder? Ja, dann zieh mal deine Schuhe. Ah, ich muss hier hin erstmal. Und jetzt da? Wieso habe ich die Schuhe nicht ausgezogen? Teppich, komm schon. Aktivier dich. Teppich? Was soll denn damit passieren? Ich dachte, ich muss ja die Schuhe ausziehen. Kind, steh bitte nicht im Weg rum. Das können Kinder am besten, wa? Volle Gemeine. Mhm. Alter, ich bin gerade so hart verwirrt, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Geh vielleicht nochmal zu diesem Eingang? Ja, mach ich gleich mal. Ich gucke mich hier um, ob ich irgendwas sehe, aber ich glaube nicht. Interessant, wie ist Uncharted 4 nicht auch irgendwie an einem Markt angefangen? Ja, ich meine schon. Oder jedenfalls so am Anfang eine Schlüsselszene war so ein Markt. Ja, das haben die damals auf der E3 gezeigt, weiß ich noch. Das kam nur. Ah nee, das war nicht ganz der Anfang, das war ein bisschen schon... Hat man ja, schon aber in Uncharted waren so oft Märkte. Hm? Voll weggerempelt. Da jetzt rein, oder? Die guckt so, bist du dumm? Die ist Schuhe. Ich kann so zoomen, lol. Wieso kann ich mit niemandem reden? Hallo? Hilf mir, Mädchen. Komm her, Mädchen. Auf zu tanzen, komm, Mädchen. Redet dieser komische Typ mit mir und dieser da. Der will auch nicht mit mir reden. Mann, was ist denn hier los? Alle so ungesprächig. Kann man die Schuhe irgendwie ausziehen mit einem Knopf? Boah, jetzt tut mein Bauch weh. Na, ich hab zu viel gefressen. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Was will dieses Mädchen eigentlich? Ich weiß auch nicht, wieso die uns folgt. Musst du vielleicht einbrechen? Ich habe keine Ahnung. Du meinst, dass ich wieder irgendwo rumklettere? Ja, genau. Keine Ahnung. Just look around. Aktuell ist die nur in so einem Laufmodus.
Das ist jetzt echt irgendwie verwirrend und leicht peinlich. Vor allem so erste Szene. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf, wenn ich zurück bin. Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, nicht. Sir! Danke, Mädchen. Okay, gehen wir mal straight hier in den Lastwagen. Direct by Kurt Margenau and Schaum irgendwas. Uncharted The Last Legacy. Das war ein cooles Intro. Ja, durchaus. Ah, das sieht so gut aus. Okay, da wird einer ein bisschen zusammengeschlagen. Okay, uns interessiert das nicht. Wir mischen uns nicht ein. Okay, rote Tür. Das ist sie. Ja, Mann, das wäre so cool mit dem... Das geht mit dem Touchpad. Das ist so cool. Okay, ich nehme alles zurück. Besser als nichts. Der Aufstand, Kapitel 1. Ist nur ein X-Gebiet. Alles ein Kinderspiel. Ich finde das immer so wahnsinnig krass, wo die immer so da unterwegs sind. Mhm. Durch Kriegsgebiete und was weiß ich nicht. Und alle leben noch und denkst dir so, what the fuck. So, ist hier irgendwo ein Schatz? Oder sind die noch nicht hier? Ich bin so auf die Story gespannt. Ja, wirklich. Wie du dich drauf freust. Ich hab mich so... Als ich erfahren habe, dass das Spiel kommt, dachte ich mir so, wow, yeah! Du doof. Weil mit Nathan Drake ist ja Uncharted mittlerweile jetzt vorbei. Mhm. Da wird wahrscheinlich, so wie ich verstanden habe, nichts mehr kommen. Ja. Ja. Immerhin haben wir das jetzt hier. Oh, ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Dann gehen wir erstmal zurück. Ich alles wieder fast auseinanderbricht, ey. So stelle ich mir tatsächlich den Nahen Osten öfter mal vor. Nicht nur Indien. Also speziell den Nahen Osten irgendwie. Ich verstehe. Ich weiß nicht, sollte ich vielleicht warten? Okay, ich warte mal hier so an der Ecke. Okay, scheinbar passiert dann nichts. Ich habe etwas Angst als... hinzugehen. Oh, jetzt wird eine Cutscene aktiviert, okay. Was? Nein! Halt's Maul! Bitte! Ah! Er lebt! Nein! In den Laster! Auf geht's! Ich bin unschuldig! Das schwöre ich! Ich sagte, in den Laster! Los! Wenn er sich bewegt, er schießt ihn. Ja, Sir. Du, komm mit. Der Rückel. Okay, mich beachten die irgendwie nicht weiter. Auch wenn die mich ein bisschen angucken. Na gut, kein Wunder. Tollbrot. Ich liebe den Grafikstil von Uncharted. Ja, der ist so die perfekte Mischung aus realistisch und Videospiel. Ja. Deswegen, ich glaube, wir sind eher an einem Punkt erreicht, wo ich der Meinung bin, man braucht nicht noch mehr Grafikpower, außer du willst irgendwie so 4K oder sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil
Ich finde, das sieht einfach so perfekt aus. Man, ich meine, klar, man sieht, dass es ein Spiel ist, aber es sieht auch mega gut aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Ich muss gerade sagen, dieser Wachposttyp, der da, erinnert mich vom Gesicht her mega an Konstantin Chabinski. Keine Ahnung, wer das ist. Ist ein russischer Schauspieler, der bei den Wächterfilmen eine Hauptrolle hatte. Okay. Und er hatte in Wanted eine sehr kleine Nebenrolle als dieser Rattenman. Und der sieht einfach aus wie der. Weißt du, als er mich schon angesprochen hat, ich sage, woher kenne ich dieses Gesicht? Weißt du so? Vielleicht waren die inspiriert. Ich weiß es nicht, aber ich dachte, ist das irgendwie jemand anderes aus einer anderen Uncharted? Aus einem anderen Uncharted Film hätte ich fast gesagt, aus einer anderen, also einem anderen Uncharted Spiel, aber irgendwie, nein. L3, das ist dieser Knopf. Scheinbar müssen wir da hin. Ja, Bazaar. Okay, in Indien ist also stellenweise wohl ähnlich wie der Nahe Osten. Oder jedenfalls meine Vorstellung und dieses von Naughty Dog erstellte Indien. Alter, voll die fette Ratte. Sind wohl, haben gewisse Ähnlichkeiten untereinander. Ich frage mich echt, wie das jetzt auf der PS4 Pro ausgesehen hätte. Einfach nur aus Neugier, weißt du? Naja, wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber jetzt nicht so graviert. Nee, das jetzt nicht. Aber wahrscheinlich hätte man so ein bisschen HDR-mäßig. Gehen wir in Deckung. Bestimmt kommt jetzt irgendwie über Dreieck oder so oder Viereck angreifen. Ja. Okay, jetzt lernen wir die Skills. Du hast keine Skills. Ah doch, bei Uncharted schon ein wenig. Meinst du? Das hätten wir. Ja, ich bin gar nicht so schlecht in Uncharted, auf Mitte jedenfalls nicht. Diese Fliege auf dem Bildschirm. Aber die passt voll zu dazu eigentlich, finde ich. Weil wir sind in Indien. Da sind auch überall Insekten. Und hier im Spiel sind auch gerade überall Insekten. Weißt du, ich meine so? Das ist jetzt so gar nicht so abwegig, dass da jetzt so eine Fliege auf dem Fernseher sitzt. Okay, da hat keine Waffe für mich. Ist ja irgendwas? Ist ja was? Weiß nicht. Da ist die rote Tür, ich will hier noch rüber gehen. Findet man hier noch irgendwas? Auf diesem alternativen Weg? Oder wie es bei Donald Trump heißt, alternative Fakten? Dieser Donald. Nee, nicht er hat das so genannt, sondern seine Sprecherin da. Ja, irgendwie so seine... Diese komische... Langsam drehen. Das ist ja die
aus dem zweiten Teil, glaube ich, wo die hauptsächlich vorkam. Da waren die zusammen. Oder im dritten. Ich mag die mehr als diese Elena. Ich weiß. Pink, Lotus. Was soll das heißen? Aber das Outfit von ihr war in dem anderen Uncharted-Teil deutlich besser. Was, die ist in Indien. Ah ja, gut, das wäre auffällig, wenn sie in ihren normalen Klamotten rumläuft, wenn sie versucht, deswegen nicht aufzufallen. Wobei sie eh auffallen müsste, weil die ja bestimmt keine Inderin ist, also sieht sie ja nicht indisch aus. Also muss ich da ins Wasser, oder? Was passiert, wenn ich hier runtergehe? Finde ich. Vielleicht auch nicht. Ich gehe hier mal raus. Geht den anderen Weg. Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Ich just look around. Ja, genau, das mache ich ja. Deswegen. Boah, vor allem so ein Gülle Wasser. Sehr lecker, ich weiß. Würde ich auch gerne mal machen. Bah. Habe ich schon immer mal von geträumt. Ekelhaft, ja. Warum schmeckt ein Wasser eigentlich so ekelhaft? Weiß ich nicht. Schmeckt voll künstlich. Und hier können wir auch hin. Fuck. Ist das jetzt der richtige Weg? Oh, ich darf mich wohl nicht erwischen, nichts mehr lernen. Aua! Ja, dann mach die mal. Zieh doch nicht so voll unerwartet. Ja, du hast gesagt, nimm die Kopfhörer. Ist doch klar, dass ich daran ziehe. Ja, aber doch nicht so stark, Mann. Du fackst doch nicht stark. So, dann haben wir. So, dann ziehen wir weg. Wieso klauen wir jetzt nicht die Waffen von denen oder die Taschenlampe und sowas? Weil wir zu höflich dafür sind. Ach so, aber so halb umbringen oder umbringen, das geht schon klar. Das ist okay, ja. Hä? Oh, da drüben ist einer. Gut, bei löchrigen Wänden verstehe ich, dass ich dann seine Aufmerksamkeit ein bisschen erregt habe. Kommt er hier hin, oder? Scheinbar nicht so sehr. Komme ich hier irgendwo lang? Da sehe ich nichts. Okay, scheinbar muss ich doch nicht hier lang. Komm ein bisschen näher, bitte. Bestimmt ist hier drin in diesem Raum ein Schatz, oder? Bestimmt. Hast gesehen, viele Möglichkeiten es gibt, da lang zu laufen. Direkt weggekickt, ey. So. Nein? Ne, besser so. So müssen wir noch die Leute hier ein bisschen behandeln. Ey, da war echt kein Schatz. What the fuck, bin ich irgendwie blind oder sind die da echt noch nicht verteilt? Also, dass man die noch nicht finden kann. Vielleicht gab es echt noch keinen. Das wäre spooky. Boah, hier sehe ich gar nichts. Haben die da was programmiert oder ist das nur schwarzer Bildschirm? So unsichtbare Wand, schwarz. Weißt du? Okay, ich muss da doch lang. Scheinbar. Sorry Leute, dass wir immer so oft hin und her laufen. Oh, was ist hier? Was? Du läufst immer so viel hin und her. Ich spiele halt nicht. Ich sehe hier gar nichts. War ich nicht um die Treppe oder bin ich schon hochgelaufen? Ja, dieses Kleid, das die anhat. What the fuck? Mit einer Jeans drunter. Ja. Okay, hier haben wir unsere Wäsche.
Bleib bitte nicht an der Stange hängen, danke schön. Dann führst du die falschen Klamotten an. Oha. Vor der Rakete. Indische Armee meint es ernst. Oha, was ist denn da hinten los? Ach du Scheiße. Wow. Mädchen geht's gut. Bewundern wir doch den Ausblick über diese indische Stadt. Die zerstört wurde. Oder wird, besser gesagt. Dann müssen wir hier hoch. Scheinbar. Und jetzt oben kommt man auch, glaube ich, irgendwo nach unten. Ich weiß jetzt nicht, hier so viel. Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Katzi! Möp, möp. Das sind mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Oh, hab ich vorgesprungen. Wolltest du nicht einem Kampf entkommen? Ja, das geht ums Befreien. Wenn die einen festhalten, weißt du so? Ah, danke schön. Du bist zu spät, Fraser. Hör auf, mich zu sehen. Oh, wo müssen wir hin? Ich laufe davon nach. Erstmal Faustkampf, okay. Wenn man ein bisschen Klitschko-mäßig hier. Alter, ich guck mich. Das ist lustig, wenn man das vom Dach schlucken könnte. Hm, ich muss echt ein bisschen. Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Wer ist der mit dem Bart? Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag, niemand ist perfekt. Das Basislager ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Was haben die vor? Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Erstmal schießen wir noch ein Foto schnell mit dem Smartphone. Und Kapitel 2 spielen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Boah, bist du fies, du Penner. Danke. Okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.